20. Mai 1984. Startaufstellung der 80 Kubikzentimeter Klasse auf dem Salzburgring. Erste Startreihe: Hubert Arbold, Stefan Dörflinger, Gerhard Weibel sowie Jörg Martinez und Pier Paolo Bianchi. Herbert Rittberger. Seit Beendigung seiner aktiven Laufbahn im Jahre 1978 war er nun hauptberuflicher Tuner bei der Firma Zündapp. Der erste große Erfolg für Zündapp stellte sich im Jahre 1983 ein. Hubert Arbold wurde auf einer 80 Kubikzentimeter Werksmaschine Europameister. 1984 ging es in dieser Klasse zum ersten Mal um die Weltmeisterschaft. Rennleiter Erich Messmer, langjähriger Experte bei den internationalen Six Days, bewies auch beim Straßenrennsport sein Organisationstalent. Da staunte sogar der Italiener Pier Paolo Bianchi. Gleich vom Start weg brausten die beiden Zünderfahrer Stefan Dörflinger und Hubert Arbold dem gesamten Fahrerfeld davon. Stefan Dörflinger holte für das Krauser Racing Team 1982 und 83 jeweils den Weltmeistertitel in der 50 Kubikzentimeter Klasse. Das Krauser Engagement in der kleinsten WM-Kategorie des Straßenrennsports geht bis in das Jahr 1981 zurück. Damals übernahm Mike Krauser die Reste des Kreidler van Veen Rennstalls und mit ihm auch den Techniker Herbert Rittberger sowie dessen Fahrer Stefan Dörflinger. Später hatte Mike Krauser Zündapp-Direktor Heinz Neumeier von einem 80-Kubikzentimeter-Rennprojekt überzeugen können. Herbert Rittberger leistete die Entwicklungsarbeit. Arbold wurde auf Anhieb 1983 Europameister. 1984 gab es dann beim WM-Lauf auf dem Salzburgring einen Doppelsieg für das Krauser-Zündapp-Team. Mit großem Vorsprung siegte Stefan Dörflinger vor seinem Stallgefährten Hubert Arbold. Auf den dritten Platz kam der Schorndorfer Gerhard Weibel. Pier Paolo Bianchi belegte den undankbaren vierten Platz. Die Freude war groß, die Bilder sprechen wohl für sich.